Deutschland mit der Führung aktuell. Der zweite Durchgang läuft. Massimo Luongo. Moi. Robbie Cruz. Macht das da gut. Und jetzt Boateng. Ta. Kai Havertz. Könnte den Konter geben. Ah, da hätte es schneller gehen müssen. So ist die Abwehr wieder da. Konterchance vertan. Verteidigt da den Ballbesitz. Die deutsche Mannschaft mit dem Einwurf. Ball bei Özil. Jetzt die Flanke. Leon Goretzka. Der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nichts mehr ausrichten können. Schauen wir ihm ins Gesicht. Ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Draxler. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Özil, Steilpass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Ballverlust. So, rüber, auf die andere Seite. Süle. Und jetzt Khedira. Goretzka. Viel mit Auge. Havertz. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Bist du bislang zufrieden mit Özil heute? Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Kai Havertz. Schönes Dribbling. Mesut Özil. Flanke jetzt. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Jetzt die Ecke. Er macht eine gute Partie. Sehr aufmerksamer Auftritt. Da ist die Flanke. Und das gibt Ecke. Özil führt aus. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Ja, setzt gut den Körper ein. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Und das ist der Ballverlust. Super Pass! Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Das könnte gefährlich werden. Der Ballverlust. Tah. Süle.
Draxler. Goretzka. Khedira. Er geht weite Wege. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast. Und jetzt die Chance. Wahnsinn, er hält ihn. Die deutsche Mannschaft bekommt den Einwurf. Werner. Gute Chance für eine Flanke. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Die Ecke kommt. Der Ball wurde weggefaustet. Gute Aktion. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Moi. Massimo Luongo. Nun Lecky. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Da ist Platz. Und das gibt Abstoß. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Süle. Nun Boateng. Goretzka. Und Khedira. Schöner Spielaufbau jetzt. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt der Ballverlust. Brillante. Moi. Massimo Luongo. Brillante. Robbie Cruz. Ist hier immer noch am Ball. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Khedira. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Süle. Boateng. Und Khedira. Özil. Julian Brandt. Brandt! Chance vergeben, der Ball geht vorbei. Coming off the pitch, number 20, Mesut Özil, number 23, Julian Draxler, and number 7, Julian Brandt. Coming onto the pitch, number 11, Marco Reus, number 19, Leroy Sané, and number 22, Serge Gnabry. Lecky. Ballverlust. Khedira. Sieht vielversprechend aus. Der Ball läuft richtig gut. Jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Moi. Klasse Aktion, Ball ist weg. Serge Gnabry, guter Vorstoß jetzt. Ball kommt rein. Den Ball kann er klären. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Khedira. Werner. Kai Havertz. Sané. Da ist die Hereingabe. Gute, konzentrierte Leistung. Auch hier kann er klären. Reus. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, das ist eine relativ lange Krankenakte. Und ach, was war das bitter, diese Verletzung vor der WM 2014. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Reus. Steilpass kommt von Reus. Serge Gnabry. Und jetzt die Chance. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Massimo Luongo. Robbie Cruz. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Rand sind. Sie verlieren den Ball. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Am Ball Marco Reus jetzt. Reus, was macht er draus? Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Marco Reus am Ball. Goretzka. Khedira. Kai Havertz. Jetzt Khedira. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Goretzka. Boateng. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Die Sonderbewachung jetzt für Marco Reus. Zwei Mann kümmern sich um ihn. Goretzka. Reus. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klasse Einsatz. Moi. Jetzt ist es gefährlich. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Macht er gut. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Sie sind an ihm dran und auch deshalb der Abschuss nicht gefährlich. Sané. Und nun Khedira. Schönes Zuspiel. Kai Havertz. Flanke soll zu Reus. Die DFB-Auswahl mit dem Treffer. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. So
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Goretzka, Werner. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Gnabry. Schönes Zuspiel hier. Jetzt Marco Reus. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Das frühe Pressing jetzt. Massimo Luongo. Moi. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Kai Havertz. Sané. Ah, da wäre jetzt Platz. Was für ein Tor! Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen, das hat er klasse gemacht. Komfortable Führung für Deutschland, wirklich ein überzeugender Auftritt. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Wolf, das Ding seriös zu Ende zu spielen. Am Sieg selbst gibt es hier keine Zweifel mehr. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Da nimmt er ihn lieber runter, bevor er sich noch eine zweite Gelbe abholt. Ja, der war ja in den Zweikämpfen auch deutlich gehemmt durch die Verwarnung. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Oh. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Khedira. Kai Havertz. Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Lecky. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh, viel Platz jetzt. Die Riesenchance. Was eine Chance, Latte. Ah, oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Boateng am Ball. Kimmich. Gnabry. Super dazwischen gegangen.
Brillante. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Ta. Süle. Boateng. So, sie verteidigen hier ihren Ballbesitz und sie verteidigen dieses Ergebnis. Wer will es ihnen verdenken? Das ist nicht schön, aber es ist zweckmäßig. Gnabry. Boateng. Süle. Khedira. Ta. Kimmich. Boateng. Reus. Süle. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Marco Reus. Havertz. Khedira. Oh, Marco Reus. Marco Reus gehört für mich persönlich offensiv zu den besten deutschen Spielern. Was meinst du, Buschi? Sehe ich genauso, Wolf. Umso mehr ist es schade, wie häufig der Nationalspieler verletzt ist. Und trotzdem kommt er immer wieder bärenstark zurück. Und jetzt Khedira. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Kimmich. Und den versucht er von weit draußen. Knapp vorbei. Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich gut gebrauchen. Aber darauf können sie heute wohl nicht mehr hoffen. Buschi? Nee, aber ganz ehrlich, Wolf, es ist zu Recht still. Keine Gesänge zu hören. Und das ist die Quittung für ihre Leistung. Macht er gut! Sie wollen zumindest noch ein Tor aufholen. Aber hier hat es nicht geklappt. Boateng, Kimmich, Gnabry, Kai Havertz, guter Pass, Leroy Sané, gutes Timing, guter Einsatz, da verhindert er das Tor, genau richtig gemacht. Massimo Luongo schirmt den Ball da super ab. Jetzt der Ballverlust. Ja, könnte was werden. Der landet beim Torwart. Sané. Khedira. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Schöne Flanke jetzt. Die Flanke bleibt hängen. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Jetzt kommt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall.
Das ist üppig. Es gibt 5 Minuten obendrauf. Gnabry. Boateng. Süle. Tah. Khedira. Kai Havertz. Süle. Jetzt Boateng. Da vergeht viel Zeit. Sie kommen einfach nicht an den Ball und die Fans sind überhaupt nicht zufrieden. Jetzt Marco Reus. Ah, klasse geklärt. Sané. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Brillante. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Kimmich. Und nun Khedira. Max Kruse. Jetzt die deutsche Mannschaft. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Sie verlieren den Ball. Süle. Kimmich. Süle. Boateng. Als Freundschaftsspiel war diese Partie deklariert. Am Ende steht allerdings ein Kantersieg, den so wahrscheinlich nicht jeder erwartet hätte. Und schon deshalb ist die Freude jetzt groß beim Sieger nach dieser wirklich überzeugenden. Wie fandst du heute die Leistung von Mesut Özil? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.